Eine Frage, eine Antwort. Das sind unsere Quick-Tipps rund um das Thema Sonnensegel. In diesem Video beantworten wir folgende Frage. Müssen Sie eine Bohrung in Lochstein ausblasen? Bei Steinen mit wenigen oder kleinen Löchern empfehlen wir die Bohrung mehrfach sehr gründlich auszublasen und auszusaugen. Bei Lochsteinen mit vielen großen Löchern genügen wenige Male. Neben der Säuberung ist für eine sichere Befestigung auch der Einsatz von Siebhülsen unabdingbar. Ohne diese würde sich der eingespritzte Injektionsmörtel ungehindert in den Hohlräumen des Lochsteins verlieren und für den Halt der Gewindestange unbrauchbar sein. Durch die feine Gitterstruktur der Siebhülse wird dies unterbunden und der Verbrauch des Injektionsmörtels wird zudem stark reduziert. Der eingespritzte Mörtel tritt aber trotzdem aus der feinen Gitterstruktur leicht heraus, verankert sich über die Lochsteinhohlräume und verbindet sich über den Stein des Bohrlochs. Viele weitere Informationen rund um Sonnensegel finden Sie auf unserem YouTube-Kanal oder in unserem Online-Shop. Haben Sie noch eine offene Frage? Schicken Sie uns die einfach zu.